So, dann haben wir in der ersten Einstellung gezeigt, was wir an kleinen Werkzeugen brauchen, was man eigentlich so zu Hause hat. Das zweite Werkzeug, was ohne den das nicht geht, außer jemand hat eine CNC-Schneideanlage, Fräse oder sonst was, sind Schneidebügel. Da gibt es die tollsten Konstruktionen, aber es gibt auch eben einfache. Und ich bin eigentlich so der Verfechter, so einfach wie möglich. Denn ich habe mal Norbert irgendwann mal gesagt, der Flieger weiß nicht, dass er fliegen muss, aber der fliegt trotzdem. Und die Ergebnisse sind nicht viel anders als die, wenn man es mit einfachen Mitteln macht. Also einfachen Bügel, normale Kiefernleiste, zwei Sperrholze aufgeklebt, Draht dazwischen. Zum Draht muss ich allerdings dazu sagen, das ist ein Kaufartikel. Und zwar von, da muss ich auch mal wieder Werbung machen, von R&G. Ist günstig und gut, hält sehr lange der Draht, der Schneidedraht. Da gibt es die tollsten, sag ich mal, Ideen im Internet, Edelstahl und dit und dat und Konstantan und was man alles. Warum den nicht von R&G kaufen, der funktioniert astrein. Eigentlich so. So, den zweiten Bügel, dieser Bügel hat jetzt circa 70 cm. Den brauche ich überwiegend zum Leitwerke schneiden, weil wir da über einen Drehpunkt nachher schneiden werden. Und um die Platten zuzurichten. So, und dann ein ganz einfacher, kleiner Bügel. Einfach eine Buchenholzleiste. Da funktioniert Kiefer meistens nicht, weil die Kiefer platzt dann hier auf. Aber die Buchenleiste funktioniert gut. 5 mm oder 6 mm Loch rein. Einfach ein Draht, und zwar das Loch so schräg reinbohren. Ein Draht vom alten Fahrwerk reinstecken. Mit einer Dremelscheibe unten einen kleinen Schlitz reinmachen, Draht rumwickeln, spannen, fertig ist der Bogen. So, mit zwei Gewichten dran. Da werdet ihr auch sehen nachher, warum man sie braucht. So, und dann hängt er hier am Bindfaden. Das werden wir auch zum Schluss sehen. So, dann ein Schneidetrafo. Ich habe hier einen aus dem Künstlerbedarf. Den habe ich mal irgendwo geschenkt bekommen. Aber da gibt es zum Beispiel auf der Internetseite von Abdrehfaktor gibt es ganz tolle Bauanleitung, einmal für den Trafo, auch für den Bügel. Also es gibt ein kleines Tool drinne, wo man Profile mit ausdrucken kann, um zum Beispiel Schneiderippen zu machen. Und eine große Datei mit sehr vielen einzelnen Profilen. Wobei diese Profile von Björn dann natürlich nicht drinne sind. Da muss jeder sich bei Björn informieren, wenn er da was machen will. So, dann das allerwichtigste Werkzeug, das haben wir hier. Zusammengepackt, passt in jede Ecke, kann man auf jedem Küchentisch benutzen. Eine Schwerkraftschneide. Diese Schwerkraftschneide, ne, gib mal her, fangen wir hier hin. Diese Schwerkraftschneide, da gibt es auch die unterschiedlichsten und die dollsten Konstruktionen. Man kann so ein Ding auch sehr teuer in Amerika kaufen. In Deutschland weiß ich keinen, der sowas verkauft. Dies ist eine ganz einfache Konstruktion, und zwar insofern, ich habe hier zwei Glasleisten vom Stahlbauer. Also geht ihr zu eurem Stahlbauer, der Stahltüren herstellt, der hat solche Glasleisten. Diese Glasleiste hat hier vorne eine Nut und hat gleichzeitig hier schon einen Schlitz drin. In diesen Schlitz, ich mach das mal eben raus, habe ich. So, da kann man sich so kleine Aluminiumklötze machen. Ein Blech. Die Rollen kommen aus dem Eisenwarenhandel. Das sind Rollen für Vitrinen, Schiebetüren und so weiter. Aluklotz, kleines Gewinde reingeschnitten, hier oben reingesteckt. Habe ich ein Rollensystem. Das Einzige, wo man vielleicht einen Schlosser für bräuchte, um die beiden Bleche hier anzuschweißen. Hier ist eine ganz normale Schraube drinne. Die Bleche brauchen wir gleich, das werde ich euch mal eben zeigen. Einfach mit einer Schraubzwinge. Upsala. Einmal hier festgemacht. Mach du mal da hinten, hier sieht man das nicht. Einmal hier gemacht. Einmal mit einer zweiten Schraubzwinge hier festgemacht. So. Dann brauchen wir noch zwei
zwei Seile. An den Seilen habe ich vorne so einen kleinen Haken dran. Und zwei ganz normale Klemmen. Zwei Rollen waagerecht, zwei Rollen senkrecht. Zeigen wir gleich, wofür es nötig ist, für was es gut ist. Und von der Funktion her, ganz einfach, der Balken geht runter, das Seil geht mit. Und hier habe ich eine Dreiecksfunktion, kann ich jegliches Trapez auf dieser Anlage schneiden. Also hier hatten wir wirklich schon, man kann da also, ob das nun DLG ist, ob das ein Motormodell ist, ob das ein Nurflügel ist oder sonst was, alles Low Cost, ganz einfach gemacht.